er da? Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Erkenne den Entführten. Das ist bisschen, ne, das ist nicht so lustig. Diesmal ein bisschen ernsteres Thema. Ich hoffe trotzdem, euch gefällt das Video. Like da lassen, Kommentar da lassen. Und ja, haut rein. Ey, doch auch. Oh, nein, ich öffne den Schwinger, bitte, ist auf dem Boden. Wird geschlagen, ihr bitte. Komm mal raus hier, Alter. Komm mal raus hier. Warum willst du denn schon wieder fallen? Das ist ja extrem geil, Jury. Auf die muss ich sagen, freue ich mich schon extrem. Ohne Spaß. Deswegen würde ich sagen, schnappen wir auch gar nicht was rum. So, bitte. Der ist dünner geworden, ne? Irgendwie. Stress. Dieses Special Game. Stress, glaube ich, ne? Bruder. Das ist schon so breit. Ja, vielleicht trainiert er nicht mehr, Bruder. Ah, der ist mit Dortmund da. Nicht schlagen wieder. Ah, das ist der Mann der Männer. Ja. Was machen wir heute? Wir drehen heute Erkenne den Entführten. Entführten? Ja. Ich dachte, Erkenne den Millionär, weil ich habe extra meinen Bruder abgerufen. Es werden gleich 5 Personen behaupten, entführt geworden zu sein. Alle, die den kennen, meinen, der hat zugenommen. Ja. Okay. Wir müssen herausfinden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Ey, habt ihr ein Kind damit, Bruder? Er ist zu tief. Du kannst ihn hochmachen. Ach so. Der Junge, ne? Was, Bruder? Ich, Sponsor des heutigen Videos ist Rise of Kingdoms. Sagt ihr das was? Krankes Spiel. Geiles Spiel, oder? Ich hab in meinem Leben noch nie so ein gutes Spiel gespielt. Ich wollte meine Frau verlassen, hab... So ein Lügner, ne? So ein Lügner. Tatsächlich. Aber dann ist sie in meinem Clan gekommen und seitdem führen wir eine ausgeglichene Ehe. Also das ist wirklich krank. Zu dem Wasser. Ich kann es deswegen. Das ist der schon mal nicht. Das ist der, ich kenne den von irgendwo, weil er. Ja, hallo? Boah, spannend, Mann. Was sagt ihr, erster Eindruck? Boah, schwierig, sehr, sehr schwer. Ich denke, die haben alle so ein Pokerface, das ist so krass. Spannende Leute heute dabei. Wirklich. Und ein Sido-Double. Okay, ich glaube, Sido. Na, ich kenne den von irgendwo. Spannende Leute heute dabei. Wirklich. Und ein Sido. Da habe ich vorgekommen, von wo die hierher sind. What? Sido-Double. Den kenne ich von irgendwo her. Sido-Double. Ja, mich interessieren die Storys. Also, das ist ein krasses Thema nachher. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Deswegen würde ich auch sagen, wir schnacken gar nicht groß rum. Dann darf der erste vorne rechts sich einmal bitte vorstellen. Ja. Und abnehmen, ne? Hallo, ich bin der Timko, ich bin 35 Jahre alt, ich komme aus Aachen. Und als ich in der Grundschule war, wurde ich halt entführt von jemandem weggefahren über die holländische Grenze. Und ja, das wollte ich heute lassen. Ja, sagt man nichts. Wie wurdest du entführt? In ein Auto mitgenommen. Also ich war auf dem Weg von der Grundschule zum Kinderhort und da hat mich halt jemand voll gelabert und dann... Was hat er gesagt? Also er meinte zuerst, hey, hat mich zuerst ganz normal angesprochen, hey, du bist doch der Timko, der kannte meinen Namen halt. Und dann dachte ich, ja, habe ein bisschen mit denen geredet und dann sehr, okay, ich darf aber nicht mit Fremden reden, ich möchte jetzt wieder weitergehen. Also, hey, ich kenne dich, ich kenne deinen Bruder. Er meinte, ich war ja mit deinem Bruder im Rugbyverein und er stimmt, mein Bruder war in einem Rugbyverein. Du bist ein sehr sympathischer Mensch. Wie hat er dich ins Auto? Ey, bin ein Typ, meinst du? Der Typ, ne? Warte, ich schwöre, der Typ ist lachtig. Tratsch dich damit. Der ist lachtig. Hat er den echten Hasen gezeigt? Oder? Also, was hat er gemacht? Echten Hasen gezeigt. Guck mal, der fängt schon an. Ich habe eine Frage. Wann ist dir das komisch vorgekommen? In erster Linie, du bist ja erstmal mit reingestiegen. Du wärst ja nicht eingestiegen, wenn es nicht komisch wäre. Als wir am Hort im Grunde genommen vorbeigefahren sind, also es ist halt, also ich kenne halt die Straßen da und wir sind da vorbeigefahren. Also Moment mal, da geht es zum Hort, ne? So, und da hat er angefangen mich voll zu labern, ja, keine Ahnung, wir gehen noch Eis essen oder sowas. Ich so, ja, ich will aber nach Hause. Also ich habe nicht so viel geredet, ich war eher schüchtern. Das ist Erwachsener, ne? Das ist eine Autoritätsperson irgendwie, keine Ahnung. Dachte, okay, hoffentlich kann ich gleich aussteigen. Kannst du dich so erinnern, so wie der Typ aussah? Ja, der hatte so ein Ostblock-Gesicht. Ostblock-Gesicht? Ja, ich vermute
der war so, keine Ahnung, Anfang 30 oder Ende 20, so um den Dreh. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was hat der Typ mit dir gemacht? Also was war sein Ziel? Was war seine Mission? Warum hat er dich entführt? Ich weiß mich heute nicht. Also im Grunde genommen, der hat mich dann in seinem... Papi, wie alt ist denn der Bruder? Weil der sagt ja, der kennt den Bruder. Block rumgefahren. Also wir sind dann bis über die holländische Grenze und ich war mir nicht sicher, ob der irgendein spezifisches Ziel hatte, weil wir sind sehr viel durch die Gegend so im Kreis gefahren. Soll ich dir was sagen? Und es ist ein Kompliment. Du bist ein zu ehrlicher Mensch. Von deiner Aura her, du bist kein Lügner. Und ich komme... Ich glaube ihn auch nicht. Das macht gar keinen... Also, wenn du ein Kind entführst... Dann willst du was. Dann willst du ja irgendwas. Oder du bist ein Pädophiler. So, aber du fährst doch nicht mit den Runden einfach nur. Das macht doch keinen Sinn, der kennt doch die Familie, man soll ja nicht seine Kriege. Bist du Libanese? Ich bin Libanese, ja. Krass, wie kam's? Wart ihr im Urlaub da? Also ich wurde damals von meinen beiden besten Freunden überrascht zum Geburtstag. Und die wollten mit mir diese Fahrt machen in den Libanon, das wollten wir schon immer. Man braucht im Südlibanon, gerade wenn man kein Libanese ist, also man braucht auf jeden Fall ein offizielles Dokument, dass man in die blaue Zone einreisen darf in Libanon. Weil das ist an der Grenze von Israel. Wir haben uns das besorgt für die beiden und sind da durchgefahren. Ich mache sehr gerne Fotos und ich habe eine DSLR-Kamera. Ich habe Fotos gemacht dort und wir sind mit Navi gefahren, mit Google Maps. Wir sollten diese blaue Zone eigentlich oder diesen blauen Streifen nicht verlassen. Und Google Maps hat mir aber einen Weg angezeigt, der eine Abkürzung hatte. War ein bisschen schmal und war jetzt nicht so gepflastert oder geteert. Dann sind wir da reingefahren und haben dort, es war kein Ort, es war kein Dorf, sondern es war so was Kleines, Verlassenes. Es hatte ein paar Häuser und es sah total cool aus. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen, haben dort ein paar Fotos gemacht. Aber Bruder, warum machst du? Man sagt dir, mach nicht, aber du machst. Warum? Neugier. Man sagt dir, geh geradeaus. Du siehst links ist ein Laden mit Schmuck, du gehst nach links. Neugier. Warum? Neugier. Geh deinen Weg straight! Und dann wunderst du dich. Du bist doch nicht... Aber das ist das Problem, man, Leute. Man sagt zu dir, mach so, der macht so, so, so. Plötzlich hörten wir nur einen Schrei, ich hörte nur einen Knall und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir dann auf einmal, oder dass ich auf einmal in einem Zimmer war, mit einer Tüte über dem Kopf und wurde dort verhört. Du wurdest sogar verhört? Was haben die denn gesagt? Dort hat man von uns wissen wollen, was wir dort suchen, warum wir mit der Kamera unterwegs sind. Auf welcher Sprache haben die mit euch geredet? Das war jemand, der mit mir Arabisch gesprochen hat, allerdings mit Akzent. Was für ein Akzent? Wenn ich das jetzt bewerten würde, würde ich sagen, es war... Entweder ein Araber, der früher in Israel, ich vermute im Nachhinein, dass es der Mossad war. Wenn wir die Geschichte noch ausführen, werde ich erzählen, dass wir bis heute noch nicht wissen, wer uns damals entführt hat. Seit was zu dem Zeitpunkt? Das war jetzt vor 3 Jahren. Wie viele Stimmen hast du gehört? Also wie viele Leute waren das? Ich weiß, dass es mehrere waren. Und ich habe eine, ich kann nicht sagen, ob es Hebräisch war. Ich weiß aber, dass es kein Arabisch war. Und ich weiß, dass er, ich spreche sehr gut Arabisch. Und ich weiß, dass derjenige, der mit mir gesprochen hat, der hat zwar gutes Arabisch gesprochen, aber es war kein Araber. Problem ist, dass ich einfach keine, oder dass wir gar keine Beweise haben. Wir waren weg. Und wir waren wieder da und nichts an Beweis da. Nur unsere Verwandten wissen, dass wir verschwunden waren und die haben sich natürlich Sorgen gemacht. Aber jetzt, wenn sich die Polizei nicht drum kümmert. Denkst du, das kommt da am Tag oder im Monat einmal vor? Das kommt sehr oft vor, weißt du? Gerade in so umstrittenen Gebieten. Aber ich würde sagen, lass gleich, weil... Ist ja dumm. Wenn in so einem Gebiet du entführt wirst, oder das interessiert keinen. Nur der Typ kann Löwe und Leopard nicht unterscheiden. Ja, aber das interessiert keinen. Wenn du, keine Ahnung, sagen, gehen wir jetzt mal weg. In Libanon, in Afrika, in Kongo oder so, entführt bist, Bruder, du bist erstmal weg. Was soll die Polizei denn machen? Dich suchen? Das ist nicht so wie hier in Deutschland oder so, du bist entführt. Die Polizei sagt ja, nach da und da fangen wir an, dich zu suchen. Oder Toto, sag mal. Hallo, ich bin die Cihan und ich habe die Gefangenschaft des IS 2014 im Nordirak miterleben müssen, 10 Monate lang. Krass, wie ist es dazu gekommen? Ich bin ja Jesidin und der Islamische Staat möchte, dass alle Leute sozusagen so streng muslimisch werden, wie sie sozusagen. Und da ich Jesidin bin und sie meine Religion als Teufelanbieter sehen, haben sie uns sozusagen versucht, dass die Frauen sozusagen missbrauchen, vergewaltigen und die Männer auslöschen, indem sie sie töten, haben sie versucht, auf ihre Religion sozusagen. Man merkt aber, dass sie nicht aus Deutschland kommt, wegen ein bisschen
Ja, Akzent. Mhm. Und Ausspruch. Aussprache. Kommst du aus Deutschland? Ja. Weiß ich nicht. Dann am 3.8.2014 war ja so, dass der Islamische Staat, IS, in meine Stadt eingedrungen ist und somit alle Leute festgenommen haben, die sozusagen keine Muslime waren oder nicht bestätigen könnten, dass sie muslimisch sind. Da ich Jesiden bin und man auch bei uns sehen kann, ob man sozusagen Muslim ist oder halt Jesiden sozusagen oder was. Welche Religion man hat, haben sie uns sozusagen, mich und einen Großteil meiner Familie mitgenommen. Ich habe wohl ein heikles Thema, ja. Sehr, sehr heikles Thema. Und wie bist du da freigekommen? Nach 10 Monaten lang Gefangenschaft war ich ja sozusagen die ganze Zeit mit meiner Mama. Ich und ein paar Geschwister von mir, also ein Teil meiner Familie, wurde halt von einem IS-Soldat freigekauft. Sie haben auch untereinander gehandelt mit Menschen, also... Wie hoch war die Summe, wenn man fragen darf? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber je nachdem. Also sie haben uns verkauft, als wären wir Gegenstände. Wie war deine Zeit da drin in den 10 Monaten? Was hast du erlebt? Wie ich die Zeit dort überlebt habe, waren verschiedene Rollenspiele, wie zum Beispiel als Junge durchzukommen. Da hat meine Mutter mir komplett meinen Kopf, also meine Haare abrasiert und da musste ich dann halt sozusagen als Junge durchkommen. Warte, ganz kurz, wie alt bist du nochmal? Ich bin 18. Du bist 18, wann ist das passiert? 2014. 2014? Und die haben dir den Kopf komplett abrasiert? Nee, nicht die, sondern meine Mutter hat meine Haare abgeschnitten, damit ich sozusagen als Junge durchkomme und nicht als Mädchen. Aber das sind doch 4 Jahre, du hast doch relativ lange Haare, oder? Das sind 8 Jahre. Ich dachte 2014, ah nein, 2014, und ich dachte gerade nicht. Ich dachte auch gerade. Seid ihr dumm, wir haben 2020? Ja, nee, weil, Junge, ich war voll konzentriert. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wann man das war. Die hat nur was von 2014 gesagt. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was. Ja, wir haben jetzt 2020. Ja. 8 Jahre. Ja, okay, ja, das macht Sinn, okay. Nein, du in Mathe, gell, Bruder? 3 plus 3 sind 17, Bro. Ja, nee, das ist auch. Plus 3 sind 17. Sie hat so einmal so eine perfekte Antwort irgendwie. Ich weiß nicht, so alles zu Antwort, ja, aber perfekt nicht. Naja, würde ich auch sagen. Also ich fand sie jetzt auch nicht so authentisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass sie das erlebt hat. Ich glaube, eine Freundin hat das von ihr erlebt. Also sie kommt, glaube ich, auch aus der Ecke und so, aber sie hat das nicht erlebt. Oder halt ein Familienmitglied. Aber ich sag sie selber nicht. Und aus einem Film würde ich das jetzt auch nicht sagen. Nein, das ist nicht zu genau. Auf jeden Fall ein Familienmitglied. Oder eine gute Freundin oder Bekannte. Aber nicht sie selber. Dafür. Der zweite, der war am realistischen bis jetzt. Hi, ich heiße Annabelle, ich bin 32, ich komme aus Düsseldorf und ich wurde in Abu Dhabi 1,5 Tage gegen meinen Willen festgehalten. Was hast du da gemacht? Ich wurde von jemandem, den ich über Instagram kennengelernt habe. Das ist dann Instagram, Junge, Junge. Mann, ich will hören, was sie sagt. Ja. Ein Prinzen? Nein. Prinzen, Bruder. Kein Photoshop, nicht, ne? Und ja, Kurzversion ist, dass er und sein Assistent damals gefahren sind und die Haushälterin und sein Bruder und ich waren noch in dem Haus und... Ja. Okay, also ein Prinz hat dich nach Dubai eingeladen. Den hast du über Instagram kennengelernt? Ja. Und was war seine Mission? Also warum war das? Warum das dazu kam? Also wir haben am Anfang nur geschrieben, dann haben wir auch Videocalls gemacht und ich fand ihn auch interessant. Aber er hat auch gesagt, dass er mir in Richtung Modeln und so Instagram und... Seht ihr das? Die wollte angeschissen werden und so. Die wollte Scheiß und so bekommen. Wollte backen? Die wollte angeschissen werden. Angeschissen, angepisst werden. Ja. Wie heißt das? Die wollte angeschissen werden. Dubai Prinz. Mhm. Die wollte richtig nur niente aber. Nienje. Ab wann wusstest du, dass du festgehalten bist? Oder wann hat er dir klar gemacht, du darfst nicht gehen? Erst nachts in dem Haus von Ali, wo ich auf Toilette gehen wollte, weil abgeschlossen war. Und dann habe ich mich irgendwann hingelegt und morgens, also ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und morgens war irgendwer im Haus. Ging halt die Tür auf und die eine Haushälterin war da und ich habe halt ihr einfach nur noch die Tür von dem Kopf fast gehauen und bin rausgerannt, bin dann die Straße runter und hatte versucht per Anhalter zu fahren und dann hat eine junge Frau in so einem weißen Geländewagen halt, hatte angehalten und hat mich mitgenommen. Sie hat mich dann nach Abu Dhabi zum... Ich habe eine kurze Frage, ich will mich gar nicht unterbrechen. Also praktisch, weil... Die blöft. Ich glaube dir nicht. Als ob der Typ jetzt, der Prinz, die da einsperrt,
und die Haushälterin aufmacht und die einfach rausläuft. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn für mich. Und danach hatten wir... Warum hast du ihm nicht geschrieben? Warum ist die Tür zu? Ich hatte... Ey, das ist aber schon Quatsch, ne? Das ist schon Quatsch. Du hast kein WLAN, kein Internet. Nein, dort nicht. Also wollen wir darüber reden, dass in der heutigen Zeit, dass du nicht einfach zu Hause chillst ohne Internet? Ja, Bruder, die Sache ist, ist jetzt nichts passiert, so die Tür war einfach nur abgeschlossen. Mit dem Wort Entführung, weißt du, ich bringe ganz andere Sachen. Ja, okay, man kann schon sagen, ich wurde gegen ihren Willen festgehalten, aber das ist zu leicht, hä? Wow. Das macht für mich nicht so viel Sinn, ja, ehrlich. Und ich wollte auch selber einfach mal drüber sprechen, weil ich es einfach erst dreimal... Ja, das nur geträumt. Nee, ich glaube schon, dass sie in Dubai und so war. Und ich glaube auch, die wurde angekackt und so. Sag ich ehrlich. Ich glaube, da ist so eine, die wurde richtig angekackt. Angekackt, angepisst und so. Warum denn? Ja, ich glaube das. Aber warum denn angekackt und angepisst? Weil die machen das. Ja, aber das heißt doch nicht, dass die das sofort... Ich glaube nur. Die hat ein saures Gesicht, ne? Die guckt ohne Liebe, ne? Hi, ich bin Sabrine, ich bin 31 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln und bin Erzieherin. Ne, Köln, aber nur ne, Köln, deswegen nicht mehr Love. Ich bin im Alter von 8 Jahren von einem Kioskbesitzer entführt worden. Ich war auf dem Nachhauseweg, ich habe jeden Tag eigentlich einen Abstecher zum Kiosk gemacht, ich kannte den auch persönlich und jedenfalls... An einem Tag bin ich auch zum Kiosk gelaufen. Entweder ist die das, wenn die das nicht ist, ist die eine super, super Schauspielerin. Das wäre Stopp vom Video. Nein, sie hat Pause gemacht. Dramatik, Bruder. Wenn die das nicht ist, Schauspielerin 1A. Ich habe dann bezahlt und dann hat er mich nochmal zurück... Also ich wollte gehen, dann hat er mich zurückgerufen. Ja, schon. Aber ich sag mal so, wenn die das nicht ist... Bruder, dann ist sie eine 1A Schauspielerin. Und sagt zu mir, Sabine, ist was passiert? Ich dachte erst so, okay, was soll sein? Ich so, was denn? Ja, deine Mutter, die liegt im Krankenhaus, ich soll auf dich aufpassen. Ich war ehrlich gesagt erst ein bisschen skeptisch, weil mein Opa und meine Mutter, die haben mich eigentlich genau auf solche Szenarien. Was? Danach dem Ring? Ja. Vorbereitet. So, die haben immer gesagt, wenn mal jemand, besonders jemand, den du kennst, dir sagt so, ne, es ist was mit mir, dann ist das eine Masche. Ja, er hat gesagt, genau, du bleibst hier, ich mach jetzt kurz den Laden zu und dann fahren wir zu mir. Wir sind dann zu ihm gefahren und dann hat er mich mitgenommen und dann sind wir zu ihm gefahren. Dann hat er mich in so ein Souterrain gebracht. Also es war jetzt kein Keller, wo man Fahrräder abstellt. Und der hat mich einfach da abgeparkt. Und dann hat er versucht, mich mit den Süßigkeiten, die ich bei ihm im Kiosk immer gekauft habe, der mich dann so aufheitern wollen. Und ich habe die ganze Zeit nach meiner Mama gefragt, was ist passiert, wann kommt die, wie lange muss ich noch hier bleiben? Und er hat immer gesagt, ja, das Krankenhaus ruft mich an, wenn ich mehr weiß, dann sag ich dir Bescheid. Im Endeffekt, es war, glaube ich, eine Nacht war ich da, anderthalb Tage. Wurde dann parallel so die Polizei kontaktiert? Ja, also meine Mom hat natürlich schon sofort, nachdem sie wusste, also ich bin nicht nach Hause gekommen, die Polizei angerufen. Das Problem war, es wusste ja trotzdem keiner, wo ich bin. Sie hat ja einfach nur, also sie hat der Polizei gesagt, ich bin nicht nach Hause gekommen. Sie hat der Polizei meinen Schulweg gezeigt, den ich immer lang laufe und ich bin einfach nicht nach Hause gekommen. Was willst du der Polizei sonst sagen? Hat er denn nett mit dir geredet? So als ob er dir noch zeigen will, dass er ein netter Vertrauter ist? Im Nachhinein betrachtet weiß ich natürlich, dass das böse war. Aber als Kind, du bist so verzweifelt. Ich wollte einfach nur zu meiner Mama. So, und für mich war dieser Mann jemand, der mir helfen wollte. Ich habe das ja gar nicht verstanden, dass das jemand war, der mir was antun wollte. Aber er hat ja nichts gemacht, oder? Er hat ständig meine Nähe gesucht, ne, hat mich zu sich auf den Schoß geholt, wollte mir Bücher vorlesen und ich wusste... Was für wirklich echt Hass, Alter. Was ist das? Wenn die jetzt lügt, wenn die das nicht war, Wallabille, dann muss man die auch beleidigen. Mit sowas macht man echt keinen Spaß, ohne Witz. Man merkt auf jeden Fall die Traurigkeit. Mit sowas macht man echt keinen Spaß. Halt überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich meine, ich kannte diesen Typen. Oder dass es ihr Kind passiert. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Das...
Das ist schlimm, diese, ja, das kann sein, die kann, ja. Das ist schlimm. Das ist schlimm, dass das ihr Kind passiert. Das ist nicht ihr selber, sondern ihr Kind. Boah, Mann. Die sagt ja, bin ich gut. Weil die sagt ja, die Mutter kannte den Kiosk links auch, weißt du? Aber trotzdem war das ja irgendwo ein Fremder. Ich hatte ja keinen, nicht so den Bezug wie zum Beispiel zu meinem Onkel oder so. Aber hat er dich angepackt? Also auf Schoß genommen ist angepackt, aber also... Ja, er hat halt einfach mich gestreichelt, einfach was Erwachsene nicht mit Kindern tun. Ja, klar. Also wenn du nicht wüssten würdest, dass es ein Vertrauter wäre, dann würdest du denken, der belästigt dich gerade. Im Nachhinein, ja. Also ich fand die bis jetzt am authentischsten. Das ist krass. Aber ich bin auch noch ein bisschen vorsichtig. Ja, klar. Ja. Immer noch Bedenkheiten so. Also es ist ein heikles Thema, man will auch nicht zu viel fragen, weil man will nicht irgendwelche Gefühle hier. Das ist das. Du kannst bei solchen Sachen nicht zu viel fragen, weil du dir denkst, oder vielleicht frage ich was und das trifft so einen Nerv, oder? Und dann... Weißt du, dann kommt diese Sache wieder hoch. Also erstmal habe ich auf jeden Fall ein paar Leute, die wir rausschicken können direkt. Ja, wie würdest du? Erst habe ich ein paar Leute, die wir rausschicken können. So, jetzt am ehesten raus. Der Mann macht ein. Ja, leider bei, oder? Die Sache ist, Bruder, guck mal, der lacht. Der Bruder will lachen. Ehesten raus. Der Mann macht ein. Ja, leider bei, oder? Guck mal, der will lachen, der Bruder. Bruder, lass den Bruder sitzen, weißt du, diese ganze Zeit stehen, das ist anstrengend. Ja. Welche Stadt in Holland seid ihr gefahren, Cousin? Pfalz. Pfalz, in Holland? Wusstest du das schon als 7-Jähriger? Also nee, ich kann mich da ein bisschen aus. Wusstest du das in Holland? Ja, achso, nee. Mann. In 7 Jahren, oder? Ja, wir sind da ab und zu einkaufen gegangen. Also wenn du auf der Pfalzer Straße wohnst, in Aachen. Bist du Grenze direkt. Ja, genau, es ist direkt an der Grenze. Das. Aber ich verstehe nicht ganz genau, was wollten die denn von dir? Oder was wollten die mit dir? Was war denn ihr Ziel? Es war nur einer. Also im Grunde genommen, wir sind gefahren und ich habe das Gefühl, der war sich selber nicht sicher. Aber wir sind jedenfalls... Aber der Führer weiß doch, was der Dimension ist. Jetzt übertreibt er. Aber du betont die ganze Zeit, wir sind gefahren. Wir sind gefahren, der will doch unbedingt, dass die Mutter sich gefahren ist. Jetzt übertreibt er. Ernst. Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, gell? Ich so als Papa, Digga. Weißt du, wenn man so Storys hört, der das berührt einen schon. Wow, direkt Gänsehaut. Das berührt einen schon, Bruder. Also ich würde sagen, Freunde. Ist Vater. Ja. Der Bruder ist Vater und macht so einen Quatsch immer noch. Femi? Ja, Bruder. Raus, safe raus. Okay, dann müsstest du einmal bitte rausgehen, aber danke dir auf jeden Fall. Wie echt auf Instagram? Sweet, wo ihr wart, ja. Aber dachtest du dir nichts dabei, als er dich eingeladen hat nach Dubai? Also denkt man sich da schon nicht, dass er irgendwas will, irgendeine Gegenleistung oder sowas? Ich glaube, viele würden jetzt sagen, ja, es war auch ein bisschen naiv, aber es war halt... Bisschen naiv. Bist du denn bescheuert? Bist du bescheuert? Vielleicht mochte die ihn. Halt deinen Mund. Du dachtest so, er wollte dich freundschaftlich kennenlernen, oder? Nein, ich dachte eigentlich, dass er wirklich meine Karriere fördern will. Und ich fand ihn halt auch... Du bist doch bescheuert. Ich hab eine Frage an die Olle da. Du bist doch dumm. Du bist doch völlig dumm. Du bist doch dumm. Also, der schreibt also ein Mädchen aus Deutschland an und will ihre Karriere fördern. Einfach so, weil, alter Junge. Wie naiv, das ist nicht mehr naiv. Das ist... Ich weiß nicht, wie das Wort heißt, übernaiv. Aber das ist auf jeden Fall das Wort. Also ich würde sagen, dass sie raus ist. Ich auch, definitiv, ja. Juan, was sagst du? Ich gebe mir was mit, wenn du das sagst. Okay, dann danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest trotzdem einmal bitte raus. Ding, da wuchs noch alles ganz wild. Da sind wir hochgelaufen, von da aus hat man super schöne Blicke gehabt. Eddie, du bist sehr seriös. Ja, super authentisch, ne? Vielleicht sogar ein bisschen zu authentisch, oder? Authentisch. Hast du schon mal in einem Film mitgespielt, oder willst du? Also siehst du dich als Schauspieler so? Also würdest du dich sehen lassen? Glaube ich eher nicht. Also ich sehe mich eher hinter der Kamera. Ich bin Künstler und sehe mich eher hinter der Kamera als vor der Kamera. Drehbuch schreiben? Ich glaube, du bist ein Schauspieler. Machst das so gut, ne? Machst es echt gut. Du machst es richtig gut. Ich würde so gerne glauben, aber es ist einfach zu clean. Mein Gewissen sagt mir nein. Mein Gefühl sagt mir auch nein. Mein Gefühl auch. Sag mir, was sagst du? Auch, ja. Ich würde zuerst sogar das Mädchen rausschicken, ja? Sag ich ehrlich, weil bei denen könnte... Ich würde zuerst das Mädchen rausschicken. Ich habe extrem stark gemacht, aber du musst es einmal... Aber das Mädchen, ich finde, die hat nicht genau erklärt, was sie erlebt hat. Die hat nur erklärt, ja, Mädchen... Ja, die war viel zu allgemein. Ja. Die haben eigentlich schon die gewählt, die wählen die jetzt auch raus. Oh, jetzt wird's schwierig, Alter. Was sagt ihr?
ist schon schwierig. Das sind zwei krasse Geschichten, ja. Ich finde links natürlich authentischer, aber, ja, aber rechts ist auch realistisch. Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich zur Psychologin gegangen sozusagen. Aber ich selber habe das für mich gemerkt, das hilft mir nicht. Weil jedes Mal, wo ich mich mit ihr getroffen habe, hat sie immer wieder das Thema angesprochen. Und mit 12 Jahren kam wieder alles hoch und somit könnte ich nicht damit umgehen. Wie können wir uns denn so eine Sitzung vorstellen? Also bei mir war es so, dass ich in so eine Art Gebäude gegangen bin und dann halt so verschiedene Räume sind. Und jeder der Psychologen hat ja sein eigenes Raum und dann bin ich immer in den Raum gegangen und dann saß ich auf dem Stuhl und sie gegenüber mir und dann haben wir geredet sozusagen. Der letzte Tag, an dem ich meinen Vater zum Beispiel gesehen habe, also seit dem Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, ob er lebt, ob er noch in der Gefangenschaft ist. Weißt du das heute auch nicht? Nee, bis heute weiß ich es nicht, was mit meinem Vater sozusagen passiert ist. Und wie gehst du damit um? Naja, ich habe es einfach akzeptiert. Ich kann nicht mein Leben lang daran trauern oder diese kleine Hoffnung haben. Boah, die Geschichte ist schwer. Die ist schwer. Also wo erzählst du da deine Geschichte? Also ich habe mein eigenes Buch geschrieben mit zwei Freunden von mir hier aus Deutschland. Wie heißt das? Dankbarkeit, die schlimmste Zeit meines Lebens. Okay, wenn ich das jetzt gucke, dann weiß ich schon, dass das schon. Aber meine Frage ist, die meinte ja, die kennt ihren Vater nicht mehr, aber wo will die ja noch wissen? Ich weiß nicht, ob sie. Ja, aber die meinte ja, die sind immer noch in Gefangenschaft. Sie glaubt. Hat die gesagt, die glaubt? Ja, sie glaubt. Na, also ich meine, so ein Erlebnis prägt natürlich schon. Und also es geht ja darum, einfach um ja, schlechte Erfahrungen zu verarbeiten und die, also mit denen so umzugehen, dass sie dich im Alltag nicht behindern. Ist es das erste Mal, dass du in der Öffentlichkeit darüber redest? Ja, in der Öffentlichkeit ja. Also so drüber reden nicht, aber in der Öffentlichkeit schon, ja. Wenn du jetzt eine Zahl nennen müsstest, wie vielen Personen hast du das schon erzählt? Das ist schwer. Mehr als 10? Also ja, mehr als 10. Okay. Und was hat dich dann letztendlich dazu gebracht, dann doch hier jetzt mitzumachen? Ja, ich möchte einfach, dass Kinder sensibilisiert werden für Gefahrensituationen, dass die das einfach richtig einschätzen. Mein Problem ist, dass ich das so kenne, dass wenn man so welche Sachen hinter sich hat, dass man so gut wie gar nicht drüber redet. Und du musst aus diesen Leuten Gefühl rauspressen, weil die sich so verschließen, weil die so was Schlimmes erlebt haben. Das ist so eine Sache, die wollen sie zumachen und nicht wieder aufmachen. Und wenn sie sagt dir das... Das stimmt schon, ja. Ich kenne auch jemanden, der redet, also man, er hat mir das erzählt, ne? So grob, ganz grob, aber du kriegst das nicht aus dem raus. Der redet auch nicht darüber. Und ich kenne die Person schon lange. Die Person redet nicht darüber. Du kannst sie fragen, was du willst, sie wird irgendwann sagen, ey, nein. Oder einfach nicht mehr antworten darauf. Das ist auch so ein guter Punkt, ja. Dass das schwierig ist, weil sie hat mit mehr als 10 Personen schon darüber geredet. Man tut sich schwer mit sowas, glaube ich. Also ich habe es nicht erlebt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, deswegen kann ich nicht sagen so, aber ich glaube schon, was er sagt, hat Sinn, ja, das ist schwierig. Wir sind uns, denke ich, mal alleine. Ja, Robert, was sagst du? Ich habe es euch gesagt, dass es sie nicht ist. Ich glaube nicht, recht. Ja, ich glaube nicht. Okay, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Wir entscheiden uns für Gian. Ihr müsst es gerade noch nicht auflösen, wir machen jetzt dann die Auflösung mit allen Leuten zusammen. Was eigentlich? Obwohl, so sicher bin ich mir gar nicht. Relativ. Wahrscheinlich sahen wir aus. Ja, denke ich auch. Okay, dann würde ich sagen, lösen wir das Ganze mal auf. Ich kenne den von irgendwo. Ich schwöre, ich kenne den von irgendwo. Von TikTok oder so. Ich schwöre dir, ohne Witz. Das Video geht 50 Minuten. Ja, jetzt wird er ja irgendwas sagen, woher der kommt, was der macht. Und dann werde ich den auf TikTok suchen und dann wirst du ihn das kennen. Ich kenne den. Ich kenne den von irgendwoher. Ich kenne den. Ich schwöre dir. Aber warum bist du denn so? Weil ich mir 100% sicher bin. Die Schule muss sein. Jawoll, ja! Okay, klar, wir hätten das besser machen können, ein bisschen mehr Drama, ne? Ja, ein bisschen alle erzählen noch und so. Alright, Mann, also das war's jetzt gewesen mit dem Video. Extrem. Der macht Comedy-Videos. Ja, Mann, ich wusste das doch, Alter. Mhm. Ich wusste das. Ja. Guck mal, ich hab gesagt, ich kenne die Leute, hab ich geglaubt. Ja, nach 50 Minuten kannst du den. Nach 50 Minuten kannst du den immer noch nicht. Ich wusste nicht, wie der heißt. Ich weiß immer nicht, wie der heißt. Eddie Schein. Ja, Eddie Mnier kann doch heißen. Ich wusste, dass ich den kenne. Ja, Männer. Willkommen zum Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, Abo, da lassen, kommentieren auch. Ich
finde es aber krass, so was für Storys es gibt, ja. Aber wie das eine Mädchen schon gesagt hat, man muss echt die Leute mal dafür sensibilisieren, dass sie auch merken, was außerhalb von Deutschland oder halt so abgeht.